Haben Sie in den vergangenen Jahren mal die deutschen Charts beobachtet? Ja, ich weiß, in den 70er, 80er, 90er Jahren, da waren die Singlecharts ja mal der Gradmesser für die bekanntesten Hits in Deutschland. Aber in den vergangenen Jahren konnte man zeitweise den Eindruck gewinnen, als höre das ganze Land nur noch eine einzige Musikrichtung, nämlich Deutschrap. Zeitweise bestanden fast die gesamten Top 10 der Charts aus deutschsprachiger Hip-Hop-Musik. Manchmal befanden sich fast gar keine anderen Genres mehr in den Top 20. Und das hat in den vergangenen Jahren nicht nur Musikfans gewundert und teilweise geärgert, sondern auch die Musikbranche selbst. Die Gesellschaft für Konsumforschung, also das Unternehmen, das die deutschen Singlecharts auswertet, hat darum in den vergangenen Jahren immer mal wieder am Auswertungsprozess der Charts gefeilt. Und heute könnte man fast den Eindruck gewinnen, als sei der Deutschrap in den Charts tatsächlich ein bisschen auf dem Rückzug. War es das also mit Capital Bra und Apache und Loredana? Schauen wir uns den Fall mal etwas genauer an. Erhoben werden die Singlecharts bereits seit dem Jahre 1953. Damals, als die Jukebox aus den Vereinigten Staaten nach Westdeutschland kam, veröffentlichte die Zeitschrift Der Automarkt jeden Monat eine Auflistung der beliebtesten Boxenschlager. Als erster Nummer 1-Hit der deutschen Chartsgeschichte gilt: Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand von der niederländischen Schlagerband Kilima Hawaiians. Ein paar Jahre später wurde die Bedeutung der Boxencharts dann abgelöst von der Hitparade der Zeitschrift Musikmarkt. Die Charts hatten zu dieser Zeit 40 Plätze, in den 80er Jahren wurden es dann 75 und seit 1989 gibt es die heute bekannten Top 100. Ermittelt wurden sie zunächst vom Unternehmen Media Control, später dann von der GfK. Seit dieser Zeit haben sich die Regeln der Musikcharts ziemlich häufig geändert. Vor allem auch deshalb, weil immer neue Formate fürs Musikhören dazukamen. Seit 2001 werden zum Beispiel auch CD-Verkäufe von Online-Anbietern gezählt, seit 2004 auch Musik-Downloads. Und seit 2007 zählen nicht mehr einzelne Verkäufe, sondern der erzielte Umsatz mit der Musik. Damit wollte man Rabattschlachten entgegenwirken. An der Chartspitze steht also nicht zwangsläufig der Song, der am meisten gekauft oder heruntergeladen wurde, sondern für den am meisten Geld ausgegeben wurde. Dieses Konzept ist weltweit einzigartig. Inzwischen ist es so, dass reine Musikverkäufe in der Musikbranche keine große Rolle mehr spielen. Spätestens seit Mitte der 2010er Jahre ist das Musikstreaming, etwa bei Spotify oder Apple Music, die Musikquelle Nummer 1. Und darauf haben auch die Singlecharts reagiert. Seit 2014 werden Streams und der erzielte Umsatz damit in die Chartswertung eingerechnet. Dieser Wandel zum Streaming hat die Charts allerdings auch ganz schön verändert. Denn gab es über Jahrzehnte hinweg immer einen ganz gesunden Mix aus Dance, Rock, Pop und Hip-Hop, so sehen die Charts seit ein paar Jahren eher so aus. Ein Deutschrap-Song nach dem anderen fand sich zeitweise auf den vorderen Plätzen der Top 100. Manchmal waren sogar 9 von 10 Plätzen der Top 10 nur mit Songs aus diesem Genre belegt. Der Rapper Kollega beispielsweise ist Rekordhalter mit den meisten Singles in den deutschen Charts. 117 seiner Songs konnte er seit Beginn seiner Karriere in den deutschen Top 100 platzieren. Der Rapper Bushido stellte 2015 einen anderen Rekord auf. Er hatte zeitweise 12 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts. Und die Rapper Raf Camora und Bones MC sind bislang die einzigen Künstler in der Geschichte der Charts, denen es gelang, mit 3 Songs gleichzeitig die Top 3 zu belegen. Capital Bra ist derweil bis heute der meistgestreamte deutsche Künstler aller Zeiten. Tja, und warum ist das so? Hört tatsächlich das gesamte Land nur noch Deutschrap? Vermutlich eher nicht. Deutschrap ist vor allem bei der jüngeren Zielgruppe beliebt und das ist halt auch eine sehr wichtige Zielgruppe fürs Musikstreaming. Songs von Capital Bra und Bones MC werden halt den ganzen Tag über Smartphone gepumpt und das wirkt sich dann auch auf die deutschen Charts aus. Ältere Leute, die fest im Berufsleben stehen und gerne Sarah Connor hören, die tun das wahrscheinlich nicht den ganzen Tag auf Spotify. Ergo, Sarah Connor ist also nicht so hoch und nicht so häufig in den Charts platziert wie beispielsweise Capital Bra. Hinzu kommt, dass Deutschrap-Künstler praktisch am laufenden Band Musik veröffentlichen. Teilweise neue Songs im Wochentakt. Da kommen andere Künstler manchmal gar nicht hinterher. Und je mehr Deutschrap-Musik es gibt, desto mehr kann dann natürlich auch in den deutschen Charts landen. All das hat natürlich Konsequenzen, denn das reale Bild der deutschen Musikszene spiegeln unsere Charts schon lange nicht mehr wider. Das hat zur Folge, dass die Top 10 mit der Zeit immer irrelevanter wurden, bei Musikfans, aber auch bei Branchenvertretern.
Und die Gesellschaft für Konsumforschung, die steuerte mit der Zeit auch gegen. Bis 2019 beispielsweise war es noch möglich, mit praktisch allen Songs eines Albums auch in die Single-Charts einzusteigen. Das hatte zeitweise zur Folge, dass Rapper mit 10, 11, 12 Songs gleichzeitig in den deutschen Top 100 waren. Diese Regel wurde inzwischen abgeschafft. Inzwischen ist es nur noch möglich, mit ausgewählten Singles in die deutschen Top 100 zu kommen. Und seit Dezember 2020 gibt es noch eine neue Regel. Seitdem werden nämlich nach langer Zeit auch wieder Radio-Plays in die Wertung mit einbezogen. Ein Medium also, in dem Deutschrap bis auf einige wenige Sender praktisch gar keine Rolle spielt. Und wenn wir heute mal einen Blick in die aktuellen deutschen Charts werfen, dann scheint es fast so, als hätte diese Regel tatsächlich was verändert. Zwar sind immer noch 6 von 10 Top 10 Songs Deutschrap, aber in den Top 20 befinden sich immerhin 13 Songs aus ganz anderen Genres. Und gucken wir uns die vergangenen Wochen mal an, dann gibt es tatsächlich auch Tage, an denen die Top 20 fast Deutschrap frei sind. Stattdessen auffällig viel Dance-Musik zum Beispiel. Hat das was mit den neuen Regelungen zu tun? Die GfK bezweifelt das auf Anfrage. Bei der Einberechnung der Airplays wird durch einen Gewichtungsfaktor berücksichtigt, dass Radiohörerinnen und Hörer in der Regel keinen direkten Einfluss haben, welche Musik im Radio gespielt wird. Der Einfluss der Airplays in den Singlecharts ist deshalb begrenzt, schreibt ein Sprecher. Ob man diese Radioregel jetzt wegen der Deutschrap-Flut eingeführt hat, das will man bei der GfK auch nicht so ganz konkret beantworten. Vielmehr gehe es darum, die Musiknutzung in all ihren Facetten möglichst repräsentativ über alle Nutzer, Hörer und Käufergruppen abzubilden. In diesem Sinne sei die Einbindung des Radios als reichweitenstärkstes Medium ein bedeutender Baustein. Man kann also am Ende nicht so genau sagen, ob der Deutschrap in den Charts tatsächlich auf dem Rückzug ist und ob das mit diesen neuen Regeln zu tun hat. De facto ist es aber so, die erfolgreichsten Songs des Landes, laut Charts, sehen heute wieder ein kleines bisschen diverser aus, als das doch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das ist ja eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder?